Herzlich willkommen zurück zu meinem, einem, unseren Let's Play Empyreon Galactic Survival. Und wie wir am Ende des letzten Videos gesehen haben, ich war mal wieder völlig verpeilt und habe auch noch die Abmoderation anders gemacht als sonst. Aber macht der nächste. Jetzt geht's weiter. Mal schauen, was jetzt wieder alles fertig ist. Und dann wird das Raumschiff weiter ausgebaut. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal eine Medizinstation. Dazu kann ich den alten Spawner abreißen und den neuen setzen. Und gleich mal ausprobieren. Und essen könnte ich auch noch. Parallel Landehilfen einbauen. Jetzt ist erst. Achso, Munitionsbau. Für den. Und ich würde ja hier draußen das duplizieren. Was natürlich jetzt äußerst schwierig wird, weil da oben noch nichts dran ist. Wie sieht das hier an der Seite aus? Das passt doch schon. Ja, hinter dem Kern habe ich angefangen, ne? Ja. Hinter dem Kern geht es als raus. Genau der. Und zwar als aus. Dann geht er hier runter. Und dann kommen darauf schon die Schrägen auswärts. Das war's nicht. Das war's. Dann sollte auch das 1, 2, 3, 1, 2, 3, hier genauso, 1, 2, 1, 2, und hier die Ecke aber anders, 7, 3, 4, so rum. Das da. 2, 2, 1 oben drauf. 2 hier, 2 da, 1 oben drauf. Das sieht doch schon richtig aus. Dann fehlt doch noch eigentlich hier oben drauf gucke. Der und der. Ha! Ich hab's hingekriegt. Und dann stellt sich bestimmt heraus, dass man das auch auf beiden Seiten gleichzeitig irgendwie bauen kann. So. Mit O. 2 hatte ich schon unten drunter. Das heißt, ich brauche noch dort einen Schub, da einen Schub, hier einen Schub. Lass ich den rausgucken. Eigentlich nicht. Hier oder hier? Hier. Ah, das ist auf hier passiert. Nein. Jetzt. Da kann er von vorne getroffen werden. Also nicht. Den Seitenschub. Jetzt hier noch einen hin. Gut, dann wird das Ding doch ein bisschen größer.
weil ich aus der Mitte hier eigentlich wieder alle rausnehmen könnte, um ihn zu erleichtern, wenn ich es denn müsste. Ja, ich baue hier mal an der Seite nichts mehr daran, wo es besser aussehen würde. Ich weiß nicht, wie das Ding sich dann fliegen lässt. Hier möchte ich eigentlich auch noch voll machen. Dass der noch ein bisschen geschützter ist. Aber hier könnte ich vielleicht schon mit Schrägen anfangen, wenn ich hier oben mit der Schräge anfange. Brauche ich hier noch einen? Ah, nein, da sollte doch keiner hin. Zumindest jetzt noch nicht, wo ich noch nicht weiß, wie viel hier oben noch rein muss. Ja, so war das. Langsam erinnere ich mich wieder. Ich muss mal ganz kurz muten, da kratzt was. Und da ist er auch gleich wieder zurück. Hast du denn schon was fertig? Kühlschrank T2? Ja, das war ja extrem notwendig. Nein, natürlich nicht. Schubdüse. Aber den Kühlschrank kann ich auch gleich bauen. Sonst vergesse ich ihn wieder nur. Ja, das mal gleich dahin. Das nehme ich mal mit. Das stecke ich auch gleich ein. Sonst habe ich das auch nur wieder vergessen. Und das packen wir auch gleich dort mit rein. Dann hat das Gerät dort oben auch ein bisschen was. So, Kühlschrank T2. Ich baue mir gleich mal neben das Kochgerät. Fleisch habe ich da oben drin. Dann kann ich hier unten, wie man sehen hat, da geht schon wesentlich mehr rein. Da kann ich dann hier unten die fertigen Sachen reinpacken. Zum Beispiel. Ja, Beta habe ich sowieso keine mehr. Dann kann ich auch gleich die ersten Tomatenkonserven ansetzen. Die halten nämlich wesentlich länger. Verfallszeit 350 gegenüber einer Salami mit Verfallszeit 70. Und einem Nahrungswert von 170 gegenüber Nahrungswert 100. Diese Tomaten sind absolut top. Was auch richtig gut ist, also sind die Gemüsekonserven. Auch Verfallszeit 350, Nahrungswert 150. Dazu braucht man kein Fleisch. Bei Gemüse nicht. Tomaten, Space Durians, Kürbis, gereinigtes Wasser, Stollblätter. Wenn die Beete einmal richtig ausgebaut sind, hat man dann keine Versorgungslücken mehr. Hier ist soweit alles durch. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich bauen sollte. Munition habe ich. Ein Geschütz könnte ich noch oben draufstellen, aber bis jetzt reicht das eine und ich habe sehr wenig Ressourcen. Daher bin ich dort ein wenig nervös. Eisenbahn. Aha, ja. Ich darf dann Eisen farmen als nächstes. Mal gucken, wie weit es jetzt reicht. Ein Dockplatte-Fahrwerk. Muss ich die natürlich hier an die Kante setzen. Weil ich ja immer noch nicht weiß, wie lang der gerät wird. Ja, komm. Steht? Nein, hier muss. So. Bewegst du dich hier? Na klar. Reicht wieder nicht. Ich muss ein bisschen gerade ziehen. Ja, geht. Komme ich dann auch wieder rein? I hope. I hope it. So, das sieht doch schon besser aus. Richtig raus, ich brauche einen sicheren Stand. Und wieder rein und auch herrlich. Schön.
Aus die Maus. Aussteigen. Hat es was gekostet? Nein, nein, nein. Ach, ja. Da wissen wir, was wir danach bauen können. Munition hätte ich denn noch Eisen da. Ja, nützliche Zusatzgeräte einbauen. Da muss ich jetzt mal mit F1 gucken, was die damit meinen. Nützliche Zusatzgeräte einbauen. Eine Frachtbox für Beute und Teile sowie einen Kühlschrank. Frachtbox haben wir. Ja! Frachtbox. Aber, ich habe da noch gar keine Sauerstoffversorgung. Doch nur im Schiff. Frachtbox. Du hast PDA Kapitel 3. Baue ein Raumschiff. Erledigt. Aha, mehr brauche ich also doch nicht einbauen. Das ist ja mal. Ja, dann kommt. Ne, so bestimmt nicht. So auch nicht, so auch nicht, so auch nicht. Ja, egal. Kann ich dich so benutzen? Ach nee, ja. Jetzt muss ich der Gerät erstmal einschalten. Was habe ich denn noch hier rumliegen? Konstruktor klein. Baue ich den jetzt hin? Oben quer drüber. Weißt du was? Brauche ich nicht. Lasse ich hier. Solange mir noch nichts einfällt dazu, packe ich den erstmal zur Seite. Vielleicht fällt euch irgendetwas ein, wo ich den sinnvoll hinsetzen kann. Eine Düse wollte ich noch einbauen. Und zwar noch eine Schubdüse, genau. Und die kommt hierher. 2, 3, 4, hat sich nichts bewegt. So bewegt sich's. Die werde ich später bestimmt nochmal umsetzen. Und zwar eine dorthin oder eine dorthin und eine dorthin. Das sieht doch viel besser aus. Dann mache ich es mir jetzt einfach zweifach dahin. Ecke. 1, 2, 3. Dahin, dahin und dahin. Hier wieder ganz normaler. 1, 2, 3, 4, 5. Könnte man ja hier auch Ecken hinbauen. 1, 2, 1, 2. Ecken, Ecken, Ecken. Ich sehe nicht, wie die steht. So, 1, 2. Ratatatatatatat. 1, 2. So eine. Ja, Pyramide oder Ecke? Was ist? Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Dann kann ich doch hier wieder so eine reinbauen. Ja, gut. Hübsch ist was anderes. Aber fürs erste Gefährt reicht's. Achso, dich haben wir ja noch so. Alter, ich sehe hier gar nichts. Den so auf die Ecke, den so. Pyrrhus? Jo. Pyrrhus? Jo. Fehlt uns auch noch die Pyramide? Der ist eingebaut, der ist eingebaut. Eieiei.
Pyramide. Natürlich nicht. Kloppy hat den falschen genommen. Rechtsklick. Dann war's die Ecke. Die war's. Genau, die Ecke ist schuld. Das Licht habe ich dabei. Tragbares Arbeitslicht. Das ist schon mal gut. Die Steinchen zur Seite. Ein wenig Sauerstoff. Hier ist er. Ein wenig Nahrung. Und dann gucke ich jetzt hier mal in Ruhe. Was brauche ich denn? Ich brauche dringend Eisen. Ich brauche doch bestimmt auch alles. Ach je, Mine. Ich glaube, die nächsten Folgen werde ich mich wohl in irgendwelchen Erzbergwerken rumtreiben müssen. Ja. Aber keine Angst, ich werde nicht zu viel farmen, sondern nur Grundressourcen holen. Ich möchte Schiffi weiter ausbauen. Ich möchte für Schiffi Munition haben. Und dann möchte ich auch schon weiter erkunden und wenn es geht, in die ersten Gegner mich hineinstürzen. Ja, auch das Klumpen ist ja schon ein bisschen was Besseres geworden. Ein besserer Klumpen. Noch nicht hübsch, aber vielleicht wird das ja noch. So, kann ich denn noch währenddessen irgendetwas herstellen? Sieht schlecht aus. Ich brauche definitiv Energiezellen. 2, 3, 4, 5. Dann bau mal Energiezellen. Ja, da kannst du eigentlich gleich noch mehr. Da muss ich das auch noch holen. So, ich weiß, davon haben wir nichts mehr. Da, Kupfer. Ach, ich packe jetzt einfach alles rein. Und fliege schon mal. Vorsichtshalber eine Runde. Gesteinsmäher. Komm, kannst du auch gleich. So, was ich definitiv noch mache, ist jetzt das Ding mal testen. Hoch geht, vorwärts geht, der fliegt gut. Ratatatatatat. Kannst du mit dem Ding auch drehen? Ja, wow, oh, je. Oh, ist mir... Oh, je, je. Zurück, zurück. Ist mir schlecht. Ja, geht, das geht auch. Einheiten geht auch. Sehr schön. Auf zum Eisen. Das war hier drüben, wenn ich ja die Orientierung nicht verloren habe. Wenigstens einmal klappt's. Reindüsen bremsen auf die Feinde holen. Die sind natürlich reichlich da. Nach unten gucken, wie sieht's aus? Ist hier gerade, ja. Das sieht einigermaßen aus. Ist das schon gelandet? Tatsache. Ach, ist das schön bequem. Ich habe hier was gehört, aber jetzt ist weg. Dann bleibst du auch weg. So, jetzt wird's mal kurz laut. Oder ein bisschen länger laut. Ratatatatatatatat. Gib Gas, Hoshi! Dreh dich im Kreis und mach ein großes Loch. Hier riecht's irgendwie immer noch. Haha! Falls sich jemand daran erinnern kann, ne? Da lag auch vorhin gerade noch so ein Eisenköttel rum. Ja, ja. Hüpft das Eisen raus. Schön Metall verdampfen. Aber wir haben ja einen Helm auf. Wir brauchen die giftigen Gase nicht einzuatmen. Wobei, vielleicht ist ja was Schönes drin.
Hauptsache es knallt. Hab ich da was Rotes gesehen? Ja, hab ich. Kommst du näher? Ja, du kommst näher. Du hast das mal auf mein neues Schiffi abgesehen? Hä? Ja, gib ich's. Auf und schmutzig! Nein, 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 nein! Hier wird nicht abgehauen. Keine Angst vor dem Feind, mein Freund. Ach, reicht die Reichweite wieder nicht. Puh, habe ich jetzt nicht gesagt. Da hat wirklich ab. Was habe ich denn für eine Reichweite? Oh, ist 360 Meter. Das habe ich ganz genau gesehen. Hätte ich sie getroffen, wäre sie garantiert zurückgekommen. Oder Kloppy hat einfach nur daneben gesammelt. Was natürlich durchaus möglich ist. So, nochmal in die Mine zurück. Dann schauen wir mal, wie viel ich auch schon hier rausgerissen habe. Falls es jemand auffällt, die Munitionsladung, Bohrerladung, rattert unten schön durch, denn ich drücke beide Maustasten. Normalerweise bin ich nicht so ein Energieverschwender, aber für das Let's Play mache ich hier mal eine Ausnahme. Ich möchte einfach nicht, dass ihr hier stundenlang mir nur beim Minern zuschauen müsst. Ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit des Vorspulens. Ich habe da auch wirklich nichts dagegen. Ihr dürft das nutzen. Das müsst ihr selber wissen. Es gibt nichts großartig zu verpassen, außer ein paar flachen Kalauern. Aber das ist ja halb so wild. Ja, und wie ich schon wieder sehe, sind wir über die 20 Minuten hinaus. Herzlichen Dank für eure Geduld. Wenn's euch gefallen hat, sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge von unserem Let's Play Empyrion Galactic Survival. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!